Schade, dass ich nicht noch einen Verhängnispfeil habe, den ich jetzt hier einfach auf den Boss ballern kann, falls hier ein Boss lauert. Dragon, heed my call. Your will is mine to command. Curses. This arrival of the true risen is most inopportune. Sovereign of Vermin, the ritual must not be disturbed. Let not the arisen approach. You can manage that, I trust. Das schaffen die so sowas von nicht. Lolli ist auch so ein fetter Krieger. Ohne Spiegelschild bestimmt sehr nerviger Kampf, sage ich. Den anderen auch schon umgebracht. Lol. Ey, die Diebe gehen so ab. Der Bossfight soll er episch werden. Episch sein, okay. Now, simply watch as this world's hollow and fruitless order is remade by my hand. The ritual is complete. The dragon comes. Zum Beulen, Pestbeulendrache. Nicht weil es ein richtiger Drache. Dogma der Drachen. Drachendogma brauche ich auch noch. Noch ein Drache. Das ist ein richtiger Drache. Alter, ist der groß. Wowi. Das ist ein Drache. Spiegelschild. Mann, hätte ich jetzt gern so einen Pfeil. Den fighten wird bestimmt nicht so spaßig. Die Cutscenes mit meinem Charakter sind so bodenlos. Das Bären? Schlag ihn auf die Beine, wenn es soweit ist. Okay, wo und sonst? Gibt es jeweils eine Trophäe, abhauen und kämpfen? Oder geh weg und dann spielst du einen Laden und schlag ihm auf die Beine. Ich mach erst Beine schlagen. Ist sinnvoller. Oder geh weg und dann spielst du einen Laden und schlag ihm auf die Beine. Ist sinnvoller.
Ja, stimmt, weil ich ihn sonst. Weil. Ja, okay. Machen wir das so, oder? Ich hau ab, ne? Und dann lade ich neu, dann kämpfe ich. Ja, mach das. Ja? Okay. Schloss wären Bootsaal. Ich fand meine Klamotten besser. Capcom, du bist jetzt ein Trophäe. Ich bin Wernwoth souverän geworden. Trophy, gib mir meine Trophy. Ich verlange meine Trophys. Gab keine Trophys. Ist das richtig? Wo startet der jetzt? Hä? Den bekommst du erst nach dem Bossfight. Hä? Was? Ich bin verwirrt. Ist es richtig, so wie das hier läuft? Ich bin völlig verwirrt. Hä? Jetzt kommt das Ganze nochmal? Was ist denn gerade passiert? Geh und bleib am Leben. Stell dich in Drachen. Wieso habe ich eigentlich Doppelkern? Ich bin komplett verwirrt. Was ist gerade passiert? Kann mir das jemand erklären, was gerade passiert ist, bitte? Ich brauche da jetzt mal einen Zweizeiler, der mir erklärt, was da passiert ist. Das war einfach das schlechte Ende. Ja, aber dann werde ich zurückgeportet und ich soll nochmal... Wieso haben wir den Spielstand hochgeladen? Das überlege ich noch nicht so ganz. Schlag ihn jetzt einfach in den Kopf rein, oder? Hier. Kann ich ihn einfach hier schlagen? So richtig schön den Speer reindrücken. Dass du alle Enden sehen kannst, okay. Okay, es gibt noch ein Ende, wo man nicht abhaut und nicht auf die Beine schlägt, oder wie? Oder direkt auf die Beine? Ich bin verwirrt. Ich bin einfach komplett verwirrt. Was für Gegenstände habe ich dann? Gar nichts. Ich verstehe es immer noch nicht. Wieso bin ich denn jetzt einmal raus, wenn ich sowieso gegen ihn kämpfen muss? Ich check ihn nicht. Moin Bane. Oder kommt das die Trophäe dann dafür erst am Ende? Ich check's nicht. Und gleich muss ich das Spiel nochmal runterladen und dann direkt gegen ihn kämpfen? Ich check's nicht. Wo sind wir eigentlich? Okay, fährt ein BRC irgendwo hin, oder wie? Er fliegt, meine ich. Weil du nochmal gegen ihn kämpfen musst, ja, chillig. Gibt noch mindestens zwei Enden, okay. Ja, wichtig sind eh nur die Trophäenrelevanten.
is upon us. We must decide a victor. And in so doing, form a link in the chain that bind at this wheel. Tell me, Arisen, what is thy desire? Und jetzt will ich kämpfen, ja? Ach komm, das war so knapp. Ja! Spring einfach an seiner Brust und hau drauf. Das Herz kommt ziemlich schnell raus und dann legst du ihn in ein paar Sekunden. Ja, super. Geklappt. Easy. Alas, I am slain. But heed this, Arisen. By will alone doth the world form a ring, an unending cycle. Ich glaube, der Endboss soll auch nicht schwer sein, sondern eher so ein bisschen traurig. Suggeriert zumindest auch die Musik. Ein Endboss muss ja nicht immer schwierig sein. Okay. Da ist Brand. Den habe ich wiederbelebt. Es ist eigentlich so ein kleines Game von der Story her. Geh und besiege den Drachen. Aber die Welt macht das so riesig verrückt. Wirklich verrückt. Und jetzt kriege ich direkt zwei Trophäen, oder wie? Einmal für eben das Ende und jetzt das Ende. Für eine Trophäe muss ich jetzt, glaube ich, aus der Tür rausgehen. Okay. Aus der Tür raus. Wenn du auf den Thron gehst, wirst du wieder auf den Drachen teleportiert. LOL. Wie asozial. Will nicht wissen, wie vielen Leuten das passiert ist. Frieden! Du haust ihn auf die Beine. Während er noch zur Location fliegt, gehst du runter an sein Herz und schiebst die Klinge rein. Okay. Muss ich klettern, ist ja schwierig. Während des Fluges geht es auch, okay. Geht auch von oben, wenn sein Herz pulsiert. Jetzt? Soll ich von hier versuchen? Geht doch von oben, weil dein Herz pulsiert. Da steht auf jeden Fall nichts mit benutzen. Jetzt? Ne? Ist ja assi, guck mal, er bringt mich zur Location und ich baller ihn jetzt einfach voll ins Herz. Rein in die Masse. Er labert die ganze Zeit. Checkt er nicht, was ich hier mache? Selbstopferung? Ja, Selbstopferung. Abfahrt. Selbstopferung! Ich habe mich selber umgebracht. So wird ein Schuh draus. Das Ende gefällt mir besser. No, stay away.
Pray. Turn back. Leave now, while you can. Ah ja, stimmt, das Wasser ist ja so böse, was ich auch immer noch nicht gecheckt habe. Wieso das Wasser, was mit dem Wasser es auf sich hat. Lol, ich lebe wieder. Und ich schwitze nicht mehr. Hä, wieso? Wo ist mein Glanz? Ah, guck mal, da ist er. Ulrika. To a world under your rightful rule. Wer ist er? Brand. Der links kenne ich nicht. This is your will. Then behold, a world unmerciful, bereft of the benevolent hands that guides. Okay. Das sieht aus wie die gottlose Welt. Meint ihr, meine Vasallen sind da? Dabei? Lol. Okay. Das sieht aus wie ein Drache. Die gottlose Welt gesät, schön. Sagt nicht, es gibt jetzt nochmal die komplette Map, so Zelda Tears of the Kingdom mäßig, unterhalb, unterm Wasser. Und ich muss, das wäre crazy krass. Aber ich verstehe immer noch nicht, wer ist er? Of this world
How shall you fare, I wonder? Will you endure in this world, abandoned and Das Elbenwald? Gibt mir Lords of the Fallen Vibes. Ah, da ist Gigantus. Hier bringe ich den wieder zum Laufen. Das ist, weiß ich nicht. Versunkene Stadt oder so.